So, wir sind wieder von Supernatural, ich, der Paul und der Arthur hinter der Kamera. Heute ist wieder ein Workout, ein Outdoor-Workout, also wirklich draußen, nicht drinnen. Weil, guck mal, das geile Wetter, guck mal nach oben, Arthur, zeig mal. Also mega geil, es sind 13 Grad auf dem Thermometer, aber es fühlt sich ehrlich gesagt an wie 20. Wird wirklich richtig warm. Heute mal schaukeln. Heute brauchen wir mal schaukeln als Trainingsgerät für unser Workout. Wieder 5 Übungen, 3 Runden minimal, kurze Pausen hintereinander weg, dann habt ihr in 15 Minuten ungefähr euer Workout absolviert und könnt wieder in den Tag starten. Also Übung, Überzüge, heute mal, wie gesagt, mit einer Schaukel, Hände fest drauf, macht euch fest, den Bauch anspannen, so lang wie möglich, Arme lang, kommt wieder zurück mit den Händen unter die Schulter und startet wieder von vorn. Hier könnt ihr euer Workout levelieren, indem ihr einen Schritt nach hinten geht, dann wird es schwerer, oder einen Schritt nach vorn wird es leichter. Ja, 12 Wiederholungen, gut. Übung 2, was für die Beine, Lunges mit dem Fuß auf der Schaukel. Schiebt die Hüfte nach hinten und nach unten. Oberkörper bleibt aufrecht. Vordere Ferse fest in den Boden rein. Kommt zurück, kommt wieder nach oben. Wer es ein bisschen schwieriger mag, macht einen kleinen Jump. Landet wieder, Jump und landet wieder. Ja? 12 Wiederholungen auf jeder Seite. Nächste Übung kommt. So, dritte Übung, Ruder. Beine sind leicht gebeugt, lehnt euch nach hinten, Bauch ist fest und jetzt zieht ihr euch zur Schaukel ran. Guckt immer, dass ihr die Schaukel festgreift, nicht, dass ihr abrutscht und dann euch hinlegt. Obwohl, so hart ist es ja nicht mehr, ist ja nicht mehr eingefroren der Boden. Ja? Brust raus, Ellbogen und Schulterblätter so weit wie möglich nach hinten ziehen. 12 Wiederholungen. Bitte nicht ganz so schnell, ruhig und langsam, so wie ich das mache, damit ihr auch den Rücken gut spürt. Okay, gut. Vierte Übung, was für den Trizeps. Hände fest auf die Schaukel rauf, jetzt Ellbogen parallel zueinander, ungefähr die Schaukel Richtung Stirn bewegen, ja? Oder wie die Stirn Richtung Schaukel, Bauch ist natürlich fest, Beine leicht gebeugt und die Ellbogen zeigen nach vorne und nach unten. Ja? Dann drückt ihr euch ab, um den Trizeps zu trainieren, wie gesagt, der Trizeps parallel zueinander, so wird es intensiver. 12 Wiederholungen, gut. Fünfte Übung, jetzt noch was für den Bauch, ja? Das heißt, nicht den Ellbogen richtig drauf, sondern eher den Unterarm auf die Schaukel. Jetzt machen wir den Bauch fest, Hüfte hängt nicht durch, Füße ungefähr hüftweit. Wenn ihr jetzt schwieriger mögt, dann bewegt den Unterarm etwas weiter nach vorn. Wichtig, nicht durchhängen. Ja? Wenn es zu schwer ist, bewegt ihr den Ellbogen, den Unterarm etwas Richtung Körper. Ja? Dann wird es wieder etwas leichter. Okay? Oder ihr kommt halt einen Schritt nach vorn. Dann wird es auch wieder etwas entspannter. Ja? Also euer Workout-Level, versucht einfach mal bis 20 zu zählen oder 20 Sekunden zu halten. Ja? Okay, gut. So, wir sind fertig mit unserem Outdoor-Workout. Hättet ihr gedacht, dass wir das mit einer Schaukel hinkriegen? Unsere Übungen, 5 Stück haben wir hingekriegt. Was für den Bauch, was für den Rücken, was für die Brust und ein bisschen Trizeps. Ja? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Denkt wieder dran, 3 Runden, 5 Übungen, so schnell wie möglich. Die Wiederholungszahl haben wir vorgegeben. Und ich wünsche euch dann einfach viel Spaß und genießt das schöne Wetter draußen. Ciao, macht's gut.